Hi Leute! Wir wissen selbstverständlich, was wir hier tun. Falls ihr Erfahrungen mit sowas habt, dann schreibt uns mal bitte, weil ja, genau. Wir haben echt keine Ahnung davon. Hier sitzt die Opferanode drin. Opfer. Wer weiß, wie die aussieht. Die ist von 2015. Was ist das? Alles eine Ablagerung, die auf dem Boden lag. Deiner Pipi-Strahl hier. Oh. Was geht? Moin. Ja, Tobi, erklär mal unser Problem, was wir haben. Ja, wir haben das Problem, dass wir keinen Druck mehr auf der Warmwasserleitung haben. Kaltwasser ist perfekt, aber Warmwasser wird von Tag zu Tag immer weniger. Und ich vermute, dass hier der Boiler das so das Problem ist, dass irgendwo eine Zuleitung oder Ableitung verstopft ist. Deswegen wollen wir den jetzt mal leer machen und reinigen. Das können wir nochmal kurz hier sehen. Genau, das ist das Beste. So, das steht jetzt auf Kaltwasser, aber richtig Druck. Ist auf Warmwasser, kommt da gar nichts mehr raus. Auch nochmal kalt. Kleiner Pipi-Strahl hier. Oh. Ja, im Vorfeld habe ich die Heizung so eingestellt, dass das Wasser hier im Behälter gute 60 Grad haben soll, um mögliche Legionellen, was wir eigentlich nicht hier drin haben sollten, auszurotten. Die habe ich vorgestern eingestellt, einfach laufen lassen. Jetzt fangen wir an, machen die Heizung aus. So aus, dass er auch nicht mehr angeht. Nicht, dass wenn wir da dran sind, die Heizspirale angeht und heiß macht. Geht bei der Heizung hier ganz einfach, glaube ich. Welches Modell ist das denn, Tobias? Eine Fissmann. Ui. Ich glaube, das geht einfach nur hier drüber. Boah. Ich glaube, das war's jetzt. Abschaltbetrieb. Ja. Irre. Wir werden es sehen. Wir machen auch noch die Absperrventile zu. Genau, damit das Warmwasser einfach in den Leitungen bleibt. Wir haben keine Lust, jetzt hier alles leerlaufen zu lassen. Kaltwasser stellen wir direkt hier oben ab. Machen wir hier den Absperrhahn. Dabei prüfen wir dann natürlich auch hier das MAG, das Ausgleichsgefäß für die Warmwasserleitung. Davon haben wir da auch nochmal einen stehen, aber der ist für... Genau, der ist fürs Heizungssystem. Der Boiler hier, der läuft übrigens auch über das ganz normale Heizungssystem. Das sind hier unten diese beiden Leitungen. Die gehen auch zu den einzelnen Heizkörpern hoch. Und das hier ist die Kaltwasserleitung. Das MAG brauchen wir. MAG, Membranausdehnungsgefäß. Das benötigen wir dadurch, wenn hier das Wasser heiß wird, dehnt sich das aus. Wasser kann man nicht komprimieren, dafür haben wir hier ein Ausdehnungsgefäß, wo eine Membran drin ist, die dann zusammengedrückt wird. Ganz simpel, ganz einfach. Drüben für die Heizung das MAG, das war kaputt. Das haben wir vor im Winter, glaube ich, erneuert. Ja, schon lange her. Ne, so lange ist es noch nicht. Ich glaube im Winter. Ich vermute mal, das hier wird auch kaputt sein. Werden wir sehen. Werden wir dann bei Zeiten auch erneuern, wenn es kaputt ist. Ja. Wir wissen selbstverständlich, was wir hier tun. Wir sind natürlich Gaswasser- und Heizungsinstallateure gelernt. Genau. Nicht? Ich fange jetzt hier an und drehe einfach mal die Kaltwasserleitung zu. Das ist die Zirkuleitung für die Zirkulationspumpe. Jetzt hier ist die Warmwasserleitung. Hier. Ja, hier oben. Hier sitzt die Opferanode drin. Opfer. Die hat die Funktion, dass die Ablagerungen im Wasser, Metalle, sonstiges, sich an der Opferanode absetzen. Opfer. Und nicht an der Emaille, sprich an dem Kessel selber. Wer weiß, wie die aussieht. Die ist von 2015, wahrscheinlich dürfen wir die auch noch erneuern. Das sehen wir, sobald wir sie draußen haben. Aber erstmal müssen wir jetzt Wasser ablassen. Ne?
So, schon eine Zange hoch. Hol mal die Zange. Okay. Ja, wie ihr seht, waren wir hier auch fleißig. Wir haben das ganze Zeug zum Recyclinghof gefahren. Elektroschrott, Metallschrott, das war alles hier in der Küchenzeile drin. Das haben wir jetzt einfach mal alles aussortiert. Wie ihr seht, hier steht noch ganz viel Zeug rum. Wir müssen auf jeden Fall noch ganz viel ausmisten. Gut, das hier sind alles Autoklamotten zum Bremse, Entlüften, Spezialwerkzeuge etc. Das sind alles Sachen von Tobias. Was gehört denn mir eigentlich hier? Gute Frage. Der Farbeimer gehörte mir, als wir mein Zimmer gestrichen haben. Oh nein, das flackert, weil das LED ist. Ja? Ja, aber vom Feinsten. Ach, das geht dann auch. Das ist Frischwasser. Frisch von heim. Nein. Wasser. Da kommt die Scheiße durch. Ja, meine. Von oben. Im Bad. Danke, ne? Ja, dann wollen wir auch mal. Jetzt lassen wir den Boiler leer laufen. Oh, das ging aber schnell. Das geht gut, ne? Ja. Ich würde mal sagen, der ist kaputt. Da ist kein Druck drauf, ne? Ja. Oh nein. Sind sie zum Entlüften oder wofür sind die Ventile? Naja, um Wasser abzulassen. Okay, das ist auch zum Entlüften. Ja, weil da geht ja kein Luft jetzt aktuell rein. Und kann das Wasser auch nicht da rauskommen. Ihr seht, echte Profis. Also sollen wir den hier nicht schon mal aufschrauben, dass der hier rüber Luft ziehen kann? Genau. Boah, der ist ja richtig warm. Ja, ja. Sauf nicht, dass hier warm Wasser jetzt gleich rausfließt. Wenn man in der Ausbildung gelernt hat, zuerst die Schrauben von einem wegzuhalten löst. Ja? Ja. Und wenn du die bei dir löst und da hast Druck drauf, dann kriegst du das alles in deine Richtung. Aber wenn du zuerst die hinteren Schrauben löst, dann geht das alles weg. Was? Deswegen habe ich mich da hinten ja auch gelöst. Ehrlich? Nein. Okay. Ich bin doof. Stroh. Stroh wie doof? Ja, wir müssen mal gucken. Vielleicht müssen wir die auch erneuern. Nee. Ich meine, weil die kaputt ist, die Auffahrt. Ach so. Opfer. Ach. Die Auffahrt oder nicht die Dichtung. Ach so. Das werden wir gleich sehen. Ich hab nämlich selber keine Ahnung, wie das aussieht. Was ist denn schwer? Boah! Ich zieh mir die Handschuhe an, ne? Ach, das geht doch. Oh. Ach, das wird warm. Ja, das wird warm. Ah, heiß, heiß, heiß. Boah! Das sieht ganz schön ekelhaft aus. Was ist das? Ist doch nicht gefährlich. Und? Das sieht ein bisschen dreckig aus, glaube ich. Ja, ganz schön. Lass dir aber ein bisschen nicht reinfallen. Sieht ganz schön dreckig aus, ne? Ja. Das trinken wir ja. Ja, lecker. Ah, ich falle. Ja, ich glaube, das wird mal allerhöchste Eisenbahn, ne? Ja, ich glaube, jetzt müssen wir etwas warten, bis der Tank leer ist. Wenn du jetzt mal bedenkst, das trinken wir, damit kochen wir. Und duschen. Das ist uns ja die Heizspirale, ne? Ja, ja, genau, die. Das ist die Heizspirale. Oh, Entschuldigung. Das hier ist die Zirkulationspumpe. Das hier. Genau, dieses Bauteil, das grüne hier. Wo das Licht drauf geht. Genau. Die hat einfach nur die Funktion, dass eine Leitung ist immer in der Nähe des Wasserhahns, der Wasserentnahmestelle. Und die Pumpe bewirkt, dass immer warmes Wasser direkt vor dem Wasserhahn ist. Das hier ist die Warmwasserleitung, die geht zum
Wasserhahn oder zur Wasserentnahmestelle. Da, wo die Taschenlampe drauf leuchtet. Und diese Leitung ist die Zirkulationsleitung. Die hier. Genau. Die ist immer vor einer Wasserentnahmestelle. Können wir euch gleich in einem anderen Raum zeigen. Und mir ist jetzt gerade eben aufgefallen, dass da unten, wo die Taschenlampe drauf scheint, da dieser braune Fleck, da sieht man, so sieht man es. Das ist der Anschluss der Zirkulationsleitung. Ah, jetzt geht's. Da dieser braune Fleck, das ist die Warmwasserleitung. Ich denke mal, das kommt dadurch, dass die Opferanode einfach nur verschlissen ist und sich geopfert hat. Opfer. Was aber nicht viel gebracht hat. So, wir haben uns jetzt eine kleine Pumpe angeschlossen, um den Tank leer zu saugen. Den unteren Anschluss haben wir frei bekommen. Haben wir einfach mit der Schraubendreher auf der Rückseite durchgestochen, die Leitung haben wir abgeschraubt von der Zirkulationspumpe. Ja, und jetzt ist die obere dran. Hi Leute! Da sind wir wieder. Ja, wir haben jetzt einiges ohne Kamera gemacht, denn es hat uns selber alles ein bisschen sehr erschrocken. Wie zum Beispiel hier die Opferanode. Opfer! Die ist halt schon, die sieht schlimm aus. Schlimmer als ich dachte. Aber ein Freund, mit dem habe ich eben gesprochen, der ist Installateurmeister. Und der sagt, geht noch. Nehmen wir so. Fällt noch ein paar Jahre. Da sowieso die Heizungsanlage früher oder später neu kommt, bauen wir die wieder ein und lassen das so. Im Tank haben wir die Abläufe. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ja, der Scheiß liegt da ja noch unten drin, ne? Genau wie ja. Ach, sieht man nicht, da ist noch zu viel Dreck. Wir werden jetzt hier unten das einmal aussaugen, das ganze Wasser. Stück für Stück. Da unten ist dann auch noch ein bisschen, ja, diese Ablagerungen von den Abläufen. Hier an der Wand, an den ganzen Punkten, da werden wir auch nichts machen. Denn der Speicher kommt bald neu. Nee, wie der Bekannte sagte, dass hinter den schwarzen Punkten ist ja die Wand, die Ummantelung, genau. Speicher, genau. Wenn wir das jetzt sauber machen, dann ist die Wand ja wieder frei und bietet ja wieder neue Angriffsfläche zum Rosten, Oxidieren etc. Wird nochmal gegoogelt, da stand drin, man kann es mit Zitronensäure über Nacht wohl einwirken lassen, dann sähe der Kessel wieder aus wie neu, der Boiler. Aber wie gesagt, dann sind die Stellen halt wieder blank und es bietet wieder Angriffsfläche. Und ja, da wir eh bald eine neue Heizung bekommen, irgendwann vielleicht. Falls ihr Erfahrungen mit sowas habt, dann schreibt uns mal bitte, weil ja, genau, wir haben echt keine Ahnung davon. Wir machen einfach. Wir zeigen euch, wie es geht. Wir sind echt genau Profis. Und da wir die 15 bis 20 Euro für die keine Anleitung Opferanode sparen müssen, bauen wir die alte einfach wieder ein. Ja, aber da es schon spät ist, genau, möchte ich dir was. Okay. Also, ja, dann gib mir das. So. Hier, bitteschön. Oder hast du hier schon abgedrückt? Nein, nein. Ja, ich glaube, das ist nicht auf der Kamera. Doch, doch. Okay. Ja? Ja, wir saugen den jetzt erstmal aus, den Kessel, den Boiler. Ja. Und dann schließen wir alles wieder an, spülen erstmal alles richtig durch. Dann hoffen wir, dass wir endlich wieder Druck auf der Leitung haben. Ja. Denn da in der Dusche, du hattest gar keinen Wasserdruck. Da kam nur das Wasser so rausgeplätschert. Kleiner Pipi-Strahl hier. Oh. Wurde echt von Tag zu Tag immer schlimmer. Man hat das echt gemerkt. Ihr habt ja gesehen, wie zu das war. Da ging ja gar nichts mehr. Na gut, wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen fertig. Dann halten wir euch gleich auf dem neuesten Stand. Peace out. So, wir haben hier von Kärcher einen Nasssauger. Damit haben wir jetzt mal den Tank ein bisschen ausgesaugt.
Man sieht überall so Granulat. Das ist alles eine Ablagerung, die auf dem Boden lag. Mineralien und das alles. Ja. Wir sehen mal ein bisschen von dem Rost, was ja. vor der Leitung war. Oh, das ist lockernd. Ja, auch noch ein bisschen. Wir saugen jetzt mal den Rest aus, das war jetzt nur ein Bruchteil. Und die Scheiße trinken wir. Ja, darf man sich gar nicht vorstellen, was da drin ist, ey. Nee. Naja, wir machen mal ein bisschen weiter hier. Wir sehen uns. Was hast du denn? Hier sieht man mal schön, dass die Abfahranode Opfer neu ist. Vom 26.08.2015 war. Wenn ihr so Flansche abschraubt, auf jeden Fall erstmal die Schrauben von euch weglösen, dass falls irgendwie noch Druck auf den Leitungen sein sollte, dass der Druck dann nach hinten raus entweicht und nicht zu euch. Und beim Festziehen auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die Schrauben über Kreuz anzieht, dass der Druck gleichmäßig verteilt wird auf dem Flansch, dass sich da nichts verkantet. Gut, bei sowas ist das jetzt relativ egal, das ist, ne, da sind ja nur 4 Bar drauf. Ja, das ist nur. Ja. 4 Bar sind immer noch. 4 Bar. Ja. Und da müssen wir drauf achten. Wir sind so. Okay. Hat aber Spaß. Ja, wir geben jetzt Druck drauf. Die Verschrauber haben wir wieder dran, Dichtung rein. Genau. Genauso wie die. Den Hahn hier unten müssen wir noch zumachen. Ah, Scheiße. Sieht man nicht. Darüber haben wir eben die Pumpe abziehen lassen. Genau, hier der Behälter. Ich glaube, das haben wir gar nicht gezeigt. Der Mack. Genau, nein, das Mack. Das Membranausdehnungsgefäß. Boah. Jetzt haben wir eben hier den Reifendruckprüfer richtig gestellt. Laut Bedienungsanleitung wird der 0,2 Bar. 0,2 Bar unter dem Ist-Druck des Wassers gestellt. Und wo weiß man, wie viel der Ist-Druck des Wassers ist? Über ein Manometer. Meinst du etwa das da? Ja, richtig. Der Manometer der Heizung. Oh, yeah, yeah. Ja, dann gib mal hier Stoff drauf. Oh, Achtung! Mach mal drüben mal was an. Okay. Lass mich mal laufen. Ist auf jeden Fall jetzt 100 Mal mehr Druck als vorher. 100 Mal? 1000 Mal! Oh nein, da ist ein Wassertropfen drauf. Ja. So, ganz wichtig ist, alle Leitungen auf Warmwasser stellen und nochmal komplett entlüften. Das macht ja am besten im ganzen Haus, damit die Leitung komplett. Damit die Leitungen komplett entlüftet sind und überall Wasser hat. Helik, dreh dich. Mach mal ruhig, Bruder. Dreh dich. Sitz. Helik, wo?
Späten. So ist fein. Tanzen. Ja. Wir haben gerade noch entdeckt, hier der Wasserhahn ist undicht. Ich habe schon versucht, den nachzuziehen, aber bringt nichts. Ja, das ist das Problem, wenn die Hähne nicht regelmäßig einmal bewegt werden, dann setzt sich der ganze Kalk vom Wasser an die Hähne. Sagt, müsste jetzt auch noch undicht. Ja, das ist das Problem, wenn man die Hähne gar nicht. Oder wenn man die Hähne nicht häufig bewegt, ne? So einmal im Monat oder was, keine Ahnung. Einfach mal durch den Keller gehen, ne? Einfach mal einmal komplett aufzudrehen. Ja, nächste Baustelle. Ich sag ja, komm, reparierst du die eine Scheiße, geht die andere Scheiße kaputt. Deswegen am besten nicht irgendetwas anfassen. Genau, einfach laufen lassen. Don't touch a running system. Ist right, ja? Alles klar. Ja gut, ich denke mal, wir sind hier fertig. Morgen werde ich noch zeigen, wie ich den Wasserhahn erneuere. Ja. Mein Bruder darf arbeiten, deswegen mache ich das dann alleine. Alles klar, ja, dann machen wir morgen mit dem Ventil weiter. Nein. Machst du morgen mit dem Ventil weiter? Dann könnt ihr noch sehen, how to wechsel Ventil. Was? Waterventil. Na gut.